So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode des Pokémon Feuerrot Randomizer Nuzlocke, Mega Randomizer Nuzlocke, wohlgemerkt. Heute geht's weiter mit der Route. Wo war ich denn geblieben? Moment, Route Townmap. Route 11. Also auf Route 11 dürfen wir jetzt das fangen, inklusive der Dieterhöhle. Von daher freut euch mal auf zwei neue Teammitglieder im besten Fall. Nicht Teammitglieder, aber zwei neue Pokémon, zwei neue Fänge. Und an erster Stelle sei gesagt, ich bin wieder zu Hause. Ich war ja jetzt irgendwie zwei Tage bei der guten alten Frau Pixel World, ja, also bei meiner Freundin. Und ja, keine Ahnung, ich bin ja da. Ich wollte heute eine Episode hochladen. Ah ja, genau, stimmt, ich hätte euch Lady David zeigen sollen. Ach, verdammt, das habe ich komplett vergessen. Die habe ich gerade eben in 10 Minuten mal eben schnell trainiert. Ging relativ easy bei Tauros. Tauros gibt gute Erfahrungspunkte und so weiter und so fort. Und Kim wurde besiegt. So, Moment. Komplett vergessen. So, Lady Devimon. Oder Lady Devi. Auf Level 23. Nehmen wir kurz die Statuswerte. Immer noch extrem schnell, trotz Minuswesen. Ja, Spezialangriff auch noch relativ solide. Und der Angriff sowieso. Ja. Hat viele Länder gelernt. Was eigentlich sehr sinnvoll ist. Was ich aber noch viel sinnvoller empfinde im Nachhinein, ist Metal Sound. Metal Sound lässt die Spezialverteidigung des gegnerischen Pokémons um 2 Stufen senken. Was ungefähr, doppeltem Schaden entspricht. Und mit Donnerschlag und Heatwave haben wir zwei extrem starke, spezielle Moves auf unserer Seite, die uns dabei behilflich sein werden, gegnerische Pokémon zu zerstückeln. Und wir haben jetzt erstmal einen Kamerupt, ein weibliches Kamerupt. Ich greife erstmal mit Thunder Punch an. Nicht sehr effektiv, gut zu wissen, paralysiert noch besser. Und ja, an erster Stelle, wie gesagt, wollte ich jetzt erstmal hier anknüpfen an... Ah, ich darf jetzt kein Torment mehr benutzen, ne? Das ist natürlich nicht so gut. An der Stelle wollte ich erstmal anknüpfen an... Oh mein Gott. Gut, war ich Metal Sound und danach nochmal Donnerschlag. Ich habe ja in der letzten Episode hier ein bisschen angesprochen, TCG Talk und so weiter und so fort. Und ich wollte natürlich nicht. Oh mein Gott, das war doch so klar. Ohne Witz, das war so klar. Boah, fickt euch doch. Das ist doch so typisch, ey, ohne Scheiß. Im Hinterkopf hatte ich die ganze Zeit. Ah, Moment, wenn ich jetzt Metal Sound benutze und critte, dann ist das Teil besiegt. Aber ach. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt überhaupt mit Metal Sound treffe und dann noch ein Crit lande, ach, papalapap. Oh mein Gott, ey, die manchmal kotzt mich mein Glück wirklich an, ja. Ja, wie gesagt, ich wollte einfach nochmal sagen, dass ich hier an dieser Stelle nicht stereotypisieren wollte. Ich wollte wirklich keine Exempel statuieren von wegen, Yu-Gi-Oh! Spieler sind scheiße, asozial und jung. Stimmt natürlich nicht, ja, habe ich auch nie gesagt. Ich habe lediglich gesagt, dass ich da erstmal jemanden wiedergegeben habe oder seine Meinung erstmal und dann noch gesagt habe, was ich so bei uns mitbekomme, ja, oder was so damals wie bei mir so standardtypisch war. Ja, das wollte ich natürlich sagen. Es gibt natürlich auch einige hier im Pokémon-Spieler, die mega assi und was weiß ich sind. Ja, wollte ich natürlich so sagen. Ja, also stereotypisieren bin ich ganz klar ein Feind davon. Ich bin selber ja immer oft davon betroffen, zu stereotypisiert. Nee, Moment. Boah, stereotypisiert. Pff, Zungenbrecher hier. Ich bin ja selber oft davon betroffen, stereotypisiert zu werden oder unter einen Kamm geschoren zu werden. Weil ich Türke bin, da heißt es direkt, yo, du bist hier, wo kommst du her, Türke? Aslak. Ja. Ist genau wie wenn jemand in einem Online-Spiel fragt, ja, where are you from? I'm from Germany. Nazi, Adolf Hitler, Sieg Heil. Was? Ich bin niemand hier, Dings, richtiger Deutscher. Ich bin kein Arier, warum? Ach, egal. Und so war's halt, ja. Und das ist dann komplett Florentino, hieß der Typ. Krass. Das ist dann komplett daneben, finde ich. Jo, und ich bin absolut kein Fan davon zu... Ah, das hat, by the way, 69 HP. Kein Fan davon zu, hier... Menschen unter einen Kamm zu scheren oder Gruppen zu schaffen. Und nein, Leute, es ist nicht so und ich denke absolut nicht so, wie gesagt. Es ist lediglich so die Richtung, in die das meiner Meinung nach tendiert. Aber so ist auf jeden... Boah, Speed Boost Dragonite, wie krass. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass wirklich jeder so ist. Jo, wollte ich jetzt mal gesagt haben. Ansonsten fand ich es noch interessant, hier mal zu erwähnen, dass ich gefragt worden bin, warum ich überhaupt Grundschullehrer werden will oder warum es mehr oder weniger mein Ziel ist, Grundschullehrer zu werden und nicht beispielsweise an einer weiterführenden Schule. Diese Frage möchte ich jetzt auch an dieser Stelle beantworten, und zwar bin ich der Meinung, dass insbesondere Kinder, die von einer Grundschule oder Kinder, die zur Grundschule gehen, besondere Förderung bedürfen, ja?
Weil, keine Ahnung, zu meinem Praktikum ist mir irgendwie aufgefallen, ja, die Kinder, sehr viele Migranten, ne, natürlich auch in der Grundschule. Die Kinder, die heutzutage, die haben sehr viel Stress, ja. Die müssen schon zur Grundschule bis zur Grundschulzeit bis 4 Uhr dort hocken und so weiter und so fort. Kriegen dann natürlich keine Hausaufgaben auf, was ein kleiner Trost ist, aber die müssen trotzdem bis 4 Uhr, 5 Uhr nachmittags dort hocken, sich die Zeit verbleiben und da bleibt natürlich keine Zeit mehr für irgendwelche Freiheiten, ne? Und ja, das finde ich natürlich ziemlich schade. Das baut einen gewissen Stress und das baut einfach gewissen Druck auf die Kinder aus, ja. Und da fehlen einfach gewisse Freiheiten. Und wenn ich halt irgendwie ein Grundschullehrer wäre, ja, dann würde ich natürlich versuchen, diese Dinge, die fehlen, ja, irgendwie auszugleichen. Ja, ich würde mir da irgendwie was einfallen lassen und dann hätten wir das, ja, oder irgendwie sowas in der Art. Auf jeden Fall habe ich auch beim Pädagogikunterricht gelernt, Pädagogik-Leistungskurs und so weiter und so fort. Da haben wir uns oft mit solcher Scheiße beschäftigt. Okay, nicht Scheiße, aber mit solchen Dingen halt, ja. Manchmal war es ein bisschen unnötig, ja, viele Sachen hier Pädagogik und manchmal war es ziemlich, keine Ahnung, abgefahren, ne? Ich meine, sowas wie Sigmund Freuds Theorie, psychosexuellen Phasen und so weiter, fand ich schon ein bisschen sehr gewagt, ja, damals auch ziemlich, ja, also hätte ich nicht mit gerechnet. Ja, genau. Und das ist im Moment. Jetzt können wir jetzt erstmal ein Pokémon vor ihr fangen, let's go. Ein Starmie. Ich glaube, Donnerpunch sollte nicht K.O. Und, jo, tut's auch nicht. Wenn sehr effektiv wäre, wäre es ein K.O. Stunspoke kann ich auch nicht mehr benutzen, ne? Fuck. Jo, aber wie gesagt, ich wollte hier nochmal anmerken, dass, dass ich gelernt habe, dass Kinder in der Grundschule besonderer Förderung bedarfen, wie gesagt, weil dort wird einfach entschieden, unser Schulsystem ist einfach so, nach 4 Jahren wird einfach schon entschieden, welche Arbeiterklasse du später angehören wirst, ja? Mehr oder weniger. Ich nenne es einfach mal Fake Anton. Kennt ihr das in der Serie? Immer wenn Misty ihr Starmie rufen wollte, nachdem sie Anton bekommen hat, kam der Anton raus. Yo, hier, ich nenne es Fake Anton. Kannst du das nicht? Dann sagte die immer, Starmie, los, du bist dran. Und dann kommt auf einmal Anton. Ja, fand ich irgendwie lustig. Man trägt sogar ein Item, Quiet, ruhig. Arena Trap, Charge Morningstand ist doch nicht. Und es lernt keine neuen Attacken. Aber es könnte trotzdem in gewisser Art und Weise nützlich werden. Was für ein Typen hat es denn? Psychonormal, okay. Psychonormal ist Girafarik-Style. Jo, was hat es eigentlich für ein Item? Stardust, okay, Stardust Dragon, Sternschaftdrache. Wie gesagt, und deswegen in der Grundschule wird entschieden, nach nur vier Jahren, ja, ich kenne Länder, in denen ist die Grundschulzeit auf 6-7 Jahre terminiert, ja. Und ich finde das einfach nur traurig und schade den Kindern gegenüber, die dann sowieso auch noch so einen Stress auf ihren Schultern verspüren müssen, was ich besonders in Bayern extrem krass finde. Wenn man in Bayern als Grundschüler, was war das? Ich glaube, zwischen 2,5, ne, wenn man unter 2,5 liegt, also ein Zeugnisdurchschnitt am Ende der 4 von 2,4 hat, glaube ich, irgendwie sowas. Auf jeden Fall musste man irgendwie einen Zeugnisdurchschnitt von unter 2,5 haben, damit man aufs Gymnasium gehen darf. Ja, das ist dann wirklich auch schon dort so terminiert. Bei uns in NRW ist es, glaube ich, nicht so. Da dürfen die Eltern das entscheiden. Aber ich habe so eine Dokumentation gesehen und da war es auf jeden Fall so, dass die Kinder unter 2,5 Schnitt haben mussten. In der Grundschule 2,5, ja? Wo manche Kinder wirklich noch irgendwelche Probleme haben. Häusliche Gewalt beispielsweise oder was weiß ich, ja? Das heißt also, wenn die Umstände nicht passen, hat das Kind sozusagen schon die erste Chance in seinem Leben verpasst, was gebildet ist, in Anführungszeichen gebildet, aus sich zu machen, ja? Denn dann ist der Weg zum Gymnasium, bleibt dem Kind auf diese Weise verwehrt. Es gab da irgendwelche Hinterwege, nochmal irgendwie aufs Gymnasium zu kommen, irgendwelche Tests, irgendwelche Klagen nochmal dagegen und so weiter und so fort. Ah, keine Ahnung. Zwischen 2,5 und 3,0 war dann hier Realschule, ja? Dann durfte die auf die Realschule und unter 3,0 schon war es wirklich die Hauptschule.
Und ich finde das wirklich extrem krass, dass man wirklich schon. Und das sagt. In der Dokumentation hat der Lehrer eiskalt gesagt: Ja, Kinder, heute ist eure letzte Chance, einen guten Test zu schreiben, damit ihr aufs Gymnasium kommen könnt und was euch aus euch macht, ja? Hat der eiskalt den Kindern gesagt, so kleine, ihr müsst euch mal gucken, so 9-jährige, 10-jährige Kinder. Hat er eiskalt gesagt, ja, heute wird entschieden, ob ihr aufs Gymnasium kommen könnt, auf die Realschule, ob ihr euer Leben verkackt und auf die Hauptschule geht. So hat er es natürlich nicht gesagt, aber so in etwa hat er es natürlich angedeutet, ja, so richtig abfällig über alles andere geredet und ach, keine Ahnung was. Und das fand ich ziemlich schade und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, oder als ich das gehört habe und gesehen habe auch, da war mir wirklich klar, ich möchte Grundschullehrer werden. Ach, zumal von Typ Boden, weil es mag nicht effektiv ist auf jeden Fall. Und ich werde alles daran setzen, meinen Traum zu verwirklichen. Und diese Kinder, diese Förderung zukommen zu lassen, die ihnen auch wirklich zusteht. Und ein weiterer Grund dafür finde ich auch einfach, dass es für Migrantenkinder insbesondere sehr schwer ist, Fuß zu fassen in der Grundschule. Besonders wenn die aus dem Ausland kommen. Da hatte ich zum Beispiel einen Jungen bei meiner Praktikumszeit, der wurde voll gemobbt. Der kam irgendwie aus dem Iran oder so. Asylant. Boah, das sagt man ja gar. Asylant ist sogar eine Beleidigung jetzt sogar. Das ist politisch nicht korrekt, glaube ich. Da sagte man nochmal, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war Asylant schon eine Beleidigung. Oder war es Asylantenheim, was als Beleidigung... Boah, Drachentanz. Was als Beleidigung galt. Keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall war da irgendetwas mit dem Wort Asylant. Was mir gerade spontan nicht einfällt. Du bist hier Legendary Trainer, was? Cammy. Mein Gott, Spanning Salt. Riechsalz. Und das fand ich wirklich extrem krass, das hat mich sehr geschockt und ja, insbesondere Kinder mit Migrationshintergrund bedürfen meiner Meinung nach Förderung und wenn ich wirklich die Chance dazu habe, dann möchte ich auch wirklich hier diese Förderung den Kindern entgegenbringen, ja, weil ich weiß selber, wie schwer es ist manchmal als Migrant, ja, manchmal, ja, und warum setzt man sich nicht als ein Lehrer, der auch diese Erfahrungen selber mehr oder weniger, Raikwaza, geil, mehr oder weniger mitbekommen hat, ja, ein und ermöglicht diesen Kindern eine bessere Zukunft. Das ist wirklich so meine Motivation, die ich mir daraus herausnehme und das ist auch wirklich etwas, was ich mir dann vorgenommen habe als Ziel, wenn es dann wirklich klappt. Ich werde wirklich sehr viel daran setzen, dass es klappt und ja, ich hoffe, es klappt wirklich. Und ich fand auch wirklich sehr lieb von euch, dass mir wirklich sehr viele von euch gesagt haben, yo, wir drücken dir die Daumen und du als Grundschullehrer, perfekt, richtig geil und ja, hat mich sehr gerührt. Vielen Dank, Leute, wirklich. Fand ich toll von euch. Aber genug von diesem Thema. Lasst uns jetzt mal ein bisschen zurück zu neueren Themen kommen. Das Wetter ist so extrem heiß in letzter Zeit, ne? Boah, ich bin gestern fast gestorben, vorgestern gestorben. Ich hatte eine lange Hose an. Was war da los? Was hat mich dazu animiert, eine lange Hose anzuziehen? Keine Ahnung. Vielleicht, weil es eine Tom-Taylor-Hose war. Jo, keine Ahnung, aber... Richtig heiß, jetzt gerade auch mega heiß. Ich musste meinen Ventilator ausstellen, der in Anführungszeichen gar nicht vorhanden ist. Nur damit ich dieses Video drehen kann, weil ansonsten hört ihr in dem Video die ganze Zeit so ein... Und das wollen wir natürlich nicht. Dieses Raikwaza geht irgendwie extrem ab. Kometenpunch Raikwaza ist in gewisser Weise natürlich auch extrem cool. Kometenpunch 1, 2, 3, 4. Jetzt wird es langsam ein bisschen kritisch. Ne? Jetzt wird es langsam. Ja, schluck auf. Bisschen kritisch. Nächstes einfach mal auf Gaydol. Auf Gaydol ist nämlich Verlass. Nebenbei läuft bei mir gerade DFB-Pokal. Deswegen schiede ich manchmal so ein bisschen rüber, wenn hier gerade in der Konferenz irgendwas Cooles abläuft. Aber anscheinend ja nicht so. Ja, bisschen langweilig. Heute keine großen Überraschungen. Ja, ja, ja. Und ich werde heute nur dieses Video hochladen. Morgen geht's dann weiter mit einer Episode. Needlearm. Nice. Needlearm. Nur 60? Alter, ich dachte, die Nietenranke hat 70 bis 80. Krass. Ne, da bringe ich Nietenranke irgendwie nicht bei. Needlearm mit 400 Damage. Kenne ich gar nicht. Und ein bisschen ist mir der Randomizer, by the way, auch gerade random, ja? Also, keine Ahnung. Ich merke gerade, dass die Typen zu durchmischen nicht so schlau war. Hätte ich die Pokémon-Typen wenigstens gelassen, dann wäre es ein bisschen, ja, weniger nervig manchmal, ja, und weniger Mindfuck. Aber so geht's, glaube ich, auch. Ich meine, so stehe ich da schon durch, keine Sorge, Leute, ja? Also, wir wollen mal hier nicht rumweinen, nicht rumsülzen, ja? Sülzkotelett ist bei mir nicht angesagt, ja?
Ja. Also morgen, wie gesagt, gibt es eine Episode Pokémon Trading Card Game Online mit dem neuen Deck. Ja, morgen wollte ich euch nämlich das sogenannte Plasma Deck vorstellen. Von daher seid da gespannt drauf. Ist ein sehr cooles Deck. Und ein sehr stylisches auch dazu. Ja, sehr stylisch. Und morgen gibt es dann auch wieder ein FIFA-Part. Kein Wager-Match. Wager-Match wahrscheinlich dann erst wieder übermorgen, sondern morgen eher so, wo ist denn jetzt mein Bett, wo ich schlafen kann? Das ist ja unglaublich. Ich finde das gerade nicht. Nein, auch wieder falsch. Fuck. Morgen dann halt wieder eine normale FIFA-Episode, wo ich ein bisschen immer über Fußball und so weiter und so fort rede. Ja, wollte ich jetzt mal so gesagt haben. Wenn jetzt Verfolgung käme, dann wäre das so mega random gewesen. Aber kam Gott sei Dank nicht. Bei Verfolgung wäre hier ein eindeutiger KO, ein eindeutiger Knockout. Brick Break, Neutral und Needle Arm. Ey, dieser Drachen-Psychotyp ist so genial, wirklich. Ich glaube, was für eine Schwäche haben wir? Wir haben eine Unlichtschwäche, wir haben eine Eisschwäche und wir haben eine Drachenschwäche und ich glaube, das war's. Dieser Typ ist einfach nur genial. Drache, Psycho, den soll es mal wirklich gehen, so ein Psycho-Drachen. So, keine Ahnung. So ein, keine Ahnung, aber es soll auf jeden Fall mal diesen Typen geben. Der ist nämlich extrem geil. Ich feiere den gerade zur Zeit so geil. Also, es gibt so viele Resistenzen auch. Aber wo ist denn unser Bett? Ach, das ist unser Bett. Die war das. There is the bitch in the red grass. So. Und ich würde sagen, ja, zur nächsten Episode geht's dann weiter. Meine Freunde, vielen Dank fürs Zugucken. Haut rein, macht's gut, bleibt schon fruchtig. Euer Bänger der Zehnfinger. Ciao.